Jetzt waren wir sehr theoretisch, jetzt werden wir mal praktisch und schauen uns gängige Verschwörungsideologien in Deutschland an. Laut einer aktuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung glauben 46% der Deutschen, dass geheime Organisationen großen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Für rund 33% sind Politiker nur Marionetten von dahinterstehenden Mächten. In der Welt von Menschen mit einer stark ausgeprägten Verschwörungsideologie gibt es entweder die Bösen, die Strippen ziehen im Geheimen, oder es gibt die sogenannten Schlafschafe, also die, die allen hinterherrennen und an alles glauben. Und sie selber erhöhen sich halt auch durch diesen Glauben, indem sie halt als Einzige wissen, was eigentlich wirklich passiert.